What's up, Jeffrey? What's up, man? How are you? I'm good. Ich habe gerade ein Bild von einem Oma-Haus bekommen. Was ist das? Wenn man eine Weile im Geschäft ist, kennt jeder jeden. Mein Kumpel Jeff will mich mit Neulingen bekannt machen. Ich soll ihnen helfen. Mit Brian bin ich aufgewachsen. Sein Bruder Eric und ihr Freund Mike sind auch dabei. Sie wollen zusammen flippen. Da dachte ich an dich. Wenn sie anders ticken als du, gern. Sonst nicht. Ganz anders. Wo ist das Haus? In Los Alamitos. Nicht weit. Ich warne dich. Sie streiten dauernd und können sich weder beim Design noch bei anderen Entscheidungen einigen. Ich soll vermitteln. Klar. Schick mir ihre Kontaktdaten, dann kümmere ich mich um sie. Hey man, where you at? Wo bist du? Oh, that's, so ein Mist. I mean, verstehe. Ich sag Mike Bescheid. Er fährt gerade vor. Bis später. Brian kann nicht kommen, weil er ein anderes Projekt fertigstellen muss. Focus on this one full time. That's a bummer. It's kind of. That's sehr blöd. Da ist Tarek. How you doing, Tarek? How's it going? Good to see you. All right, we have. Wer ist wer? Mike. Mike, nice to meet you. Great to meet you. Eric, nice to meet you. So this is. Das ist es? This is. Yeah. Looks like. Wird ein Kinderspiel. Yeah. Right. Yeah. So my brother. Mein Bruder hilft uns auch. He kind of helps run the projects. Er ist nicht da. Well. Nein, er arbeitet, weil er zwei Töchter ernähren muss. Aber nächstes Mal kommt er. Ihr flippt zu dritt? Ja. Ich suche nach den Häusern und schicke Mike dann die Zahlen. Er rechnet alles durch und sagt zu, wenn es passt. Mein Bruder hat 20 Jahre Erfahrung in der Baubranche, bei Riesenprojekten. Ich werde bald Vater und meine Frau findet, ich muss jetzt endlich richtig Geld verdienen. You better figure it out or else we're done. So, yeah, da wird's teuer. Ich habe vorgeschlagen, zu dritt zu flippen. Aber wir sind nicht zu erfahren. Brian hat vor allem mit Gewerbegebäuden zu tun, nicht mit Wohnhäusern. Mike ist ein Zahlenmensch, kennt sich aber nicht mit dem Flippen aus. Und ich merke gerade, dass ich auch noch eine Menge zu lernen habe. Tareks Hilfe würde uns gut tun. Sieht krass aus. Der Dachüberstand kommt überall weg. Das Dach soll höher werden. Siehst du die Dachschräge? Die lässt die Räume innen recht niedrig wirken. Würden wir sehr gern ändern. Preis? Rund 20.000. Nur dafür? Drinnen siehst du, dass der Träger höher sein muss. Wie hoch ist das Budget? 200.000. Großzügig. Dann hauen 20 Riesen nicht so rein. Gehen wir rein. Ist ja echt niedrig. Früher hat man völlig anders gebaut. Der hier wird teuer, weil er hoch muss. Dann verlegt ihn gleich hier rüber, damit es eine rechteckige Decke gibt. Kostet zwar eine Stange, aber das lohnt sich. Sonst würde das Haus einfach altmodisch wirken. Hinten überall Ober- und Unterschränke? Ja. So entlang? Da kommt der Kühlschrank hin. Weiter links nur Unterschränke mit Regalen drüber. Davor eine große Kücheninsel. Kommt immer gut an. Was hat Brian geschätzt? Ich glaube 15.000 bis 25.000. 15.000 to 25.000, somewhere in there. Okay, got it. Okay, so this entire. Das ist ja echt eine krasse Schlafsuite. Aber es gibt ein Bad, eine Ankleide und ein Schlafzimmer. Dazu haben wir insgesamt vier Ideen. Was am wahrscheinlichsten ist, wir wollen den Waschtisch hier rüber versetzen. Und weg mit der Ankleide. Um das Bad zu vergrößern. Verstehe. Dann habt ihr mehr Platz und könnt eine große Dusche einbauen. Finde ich gut. Aber dann brauchen wir einen neuen Schrank. Und das Schlafzimmer ist klein. Was ist dahinter? Eine Nische für die Waschgeräte. Für eine Kombi? Zwei Geräte. Dann nehmt lieber eine Kombi und versetzt diese Wand. So kann die Ankleide bleiben und das Bad ist rechteckig. Cool.
Das Haus ist fertig. Wie lange hat es gedauert? 3 Monate. Was war das Ziel? 11 Wochen. Fast die Deadline eingehalten. Das Haus ist der Hammer geworden. Ihr habt das super gemacht. Die Aufteilung und das Design. Die Qualität beeindruckt mich sehr. Ihr habt 1,275 Millionen bezahlt. Reinstecken wolltet ihr 200.000. Es gab Änderungen, also 250. Im besten Fall verkauft ihr in den nächsten 2 Monaten. Also sind es insgesamt 5 Monate. Macht 45.000 für die Zinsen. Beim Verkauf zahlt ihr dann noch Gebühren in Höhe von 40.000. Damit verdient ihr was ab 1,61 Millionen. Wie viel wollt ihr haben? 1,79. Wie kommt ihr auf diesen Preis? Einige Vergleichsobjekte sind etwas größer, aber runtergekommen. Die kosten um die 1,7. In unserem Haus ist quasi alles neu. Ich würde das auf keinen Fall verlangen. Ich habe mir andere Häuser angesehen. Der Markt hat sich geändert. Ein ähnliches Haus mit Anbau, das zwar nicht so hübsch ist, hat unter 1,5 gekostet. Und das war knapp 50 Quadratmeter größer. Ich glaube, ihr kriegt 1,6 oder weniger. In dem Fall macht ihr vielleicht sogar Verlust. Wenn ihr den Markt testen wollt und damit ihr euch ein wenig entspannt, könnt ihr es trotzdem versuchen. Und falls es wirklich klappt und ihr für 1,799 verkauft, macht ihr einen Gewinn von 190.000. Für jeden rund 63.000. Wenn ihr das bei allen Projekten verdient, könnt ihr euren bisherigen Job kündigen. Mehrmals im Jahr. Wollte deine Frau nicht am liebsten vor der Geburt verkaufen? Ja. Dann klotzen wir mal ran und verkaufen's, damit sie nicht sauer ist. Ja. Ein großer Tag. Was macht euch Sorgen? Der Preis. Die Leute kommen, weil es schön geworden ist. Aber vielleicht ist der doch zu hoch. Kann sein. Los geht's. Hören wir mal, was die Leute so sagen. Vielleicht was Gutes oder was Schlechtes. Mal sehen. Schön, schwarz-weiß. Dein Stil.